Oh hey, oh meine Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit mir seid. Heute habe ich mich hingesetzt und die Kräfte angerufen, weil es Anteile in mir gibt, die heilen müssen, also körperlich, seelisch und auch geistig. Ein Gefühl von Alleinsein, Anderssein macht mir gerade auch ein Stück weit zu schaffen, auch wenn ich ständig anderes erfahre. Es scheint etwas zu sein, was tief aus dem Innersten kommt, eine tiefe innere Wunde, die dort ist. Und die macht sich auch auf der körperlichen Ebene bewusst oder bemerkbar. Es ist ein Infekt, der permanent irgendwie so in mir schwelt, also sprich Hals und Atemwege, Brust, ganz entzündliche Energien, manchmal in den Gelenken, manchmal auf den Schultern. Und ich entscheide mich jetzt dort hineinzutauchen und erlebe für mich wie ein Wunder. Ins Gefühl kommt, wenn ich hineintauche, eine ganz, ganz tiefe Trauer an die Oberfläche. Aber immer nur so ein kleines bisschen. Ich kann es nicht wirklich packen. Ich kann es nicht wirklich herausziehen. Es hält sich bedeckt. Und deshalb möchte ich dem Ganzen auf den Grund gehen. Und da es viele betrifft und es sich hier um eine kollektive Heilfrequenz bezüglich des göttlich-männlichen handelt, teile ich es mit euch. Das habe ich nicht erwartet, aber genau das war es. Das göttlich-männliche in uns Frauen wie Männern. Also es ist nicht nur für Männer gedacht, weil es das göttlich-männliche, die göttlich-männliche Aktivierung ist, sondern es ist für Frauen und Männer gedacht. Zuerst sprechen die Clanmütter, also die Großmütter, das ist einmal die, die heilt, She Who Heals, die, die weit sieht, Looks Far Woman, die Seherin, und die, die mit allem verbunden ist, with all relations. Und dann erfolgt eine Ermächtigung des göttlich-männlichen, eine Aktivierung. Also bleib dran und ich danke dir für deinen Mut, jetzt hier mit mir zu gehen und auch diese Aktivierung in dir, ja, zu erschaffen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dies auch viele Männer erreicht. Nicht, weil es die Aktivierung des göttlich-männlichen ist, sondern weil wir genau diese Kräfte dieser neuen Männer, der Männer der neuen Zeit brauchen, um alles zu bewegen. Aber lausch mir doch einfach erst einmal. Großmütter, wie kann mein Herz heilen? Wie kann mein Körper heilen? Wie kann meine Seele heilen? Damit sich alles in mir für die Gesamtheit, die Gemeinschaft und die Verbindung öffnen kann. Die Großmutter She Who Heals spricht, es ist die Heilerin. Geliebtes Kind, über Äonen hinaus wirkt der Herzensbruch nicht nur bei dir, sondern bei all meinen Kindern. Viele fühlen sich verstoßen, abgelehnt, verlassen, anders. Und das ohne zu merken, dass sie niemals verlassen wurden. Es ist ein Urschmerz, eine Urwunde, welche niemals zu heilen scheint. Doch ich sage dir, wir sagen dir, die Zeit ist nahe. Ihr braucht all euren Mut, eure Kraft, um die Verantwortung für euren Schöpfergeist zurückzuerobern. Wir alle sind mit euch. Die Clanmütter formieren sich. Sie formieren sich im Kreis und ziehen mich aus der Mitte hinein in das Rund ihres Seins. Ich spüre Verbundenheit, Zugehörigkeit. Und die Vorstellung vom Alleinsein ist augenblicklich aus meinem System. So ist es. Die Seherin tritt hervor. Formiert euch, kommt zusammen im Kreis, nehmt euch bei den Händen, denn diese Kraft ist wie jene, die die Grenzen sprengt, die Kriege befriedet und jene, die euch zurückführt in den Kreis eurer Mitte. Ich sage euch, schon im nächsten Jahr legen viele ihre Waffen nieder und gemeinsam im Kreis der großen Mutter baut ihr auf, was zerstört wurde. Viele erkennen ihre Macht zu handeln, zu erschaffen und zu vereinen und bündeln ihre Kräfte.
gemeinsam mit vereinten Kräften. Er schafft ihr Moment für Moment das Himmelreich auf Erden. Die Spürende tritt hervor, with all relations, und mit ihr alle Wesen. Alle Wesen, die Tierwesen, die Pflanzenwesen, die Standing People, alle Wesen treten hervor. Du, ich, ihr, wir sind eins. Die Verbindung zu spüren zu allem, was ist, heilt die Wunde des Getrenntseins und eure Herzen. Die Wesen der Erde, jene der Luft, die des Wassers und die Feuerwesen stehen gemeinsam in und mit euch. Wir spüren euer Sehnen, wir spüren euren Geist und wir wissen um euer tiefes Bedürfnis, das All-Eins-Sein und den Bund mit der Schöpfung zu erneuern. Der große Geist wohnt in allem, lebt in allem, spürt sich in allem. Shio Heals tritt vor, die Heilerin. Du, ihr habt eine Verantwortung. Ihr habt Gaben und eure Intuition. Ihr habt einen Kompass, welcher euch den Weg unabhängig der äußeren Strömung weist. Sie blickt tief in meine Augen. Alle gemeinsam berühren mich nun und die Heilerin hebt mein Herz aus der Brust. Ich sehe es schlagen, kontinuierlich und gleichmäßig. Es rast vor Aufregung. Und es beginnt um uns herum zu beben. Büffel kommen, unendlich viele Büffel, die uns umkreisen, die alles aufwirbeln. Uns. Und alle Großmütter heben ihr eigenes Herz empor und strecken es dem Himmel entgegen. Ho, großer Geist, nimm mich, nimm unsere Herzen. Ich bin hier, wir sind hier. Erneuere unsere Kraft, hebe unsere Wahrheit, aktiviere unser Quellen selbst. Erhöre unseren Ruf, wir sind hier, wir sind viele. Zeige uns unser Potenzial, den Himmel auf Erden zu manifestieren. Und mit den Donnerrufen erschallt eine Stimme von der, die heilt. Sie sagt, sprich mir nach. Ich rufe das göttlich-männliche. Ich bin Energie. Die Kraft, die ich hüte, ist die des Göttlichen. Ich erkenne an, dass die göttliche Kraft keine Bürde ist. Sie ist ein Segen. Als die göttlich-männliche Kraft erkenne ich, dass sich Berge bewegen kann. Ich erkenne, dass dies alles verändern kann. Diese Kraft ist nicht meine. Sie gehört dem Schöpfer, dem großen Geist, Gott. Als das göttlich-männliche erkenne ich, ich bin Schöpfer. Ich kreiere einen Kanal als Instrument für den göttlichen Willen. Dieses Instrument ist mein Lichtkörper. Als die göttlich-männliche Kraft bin ich in der Lage, Illusionen zu vertreiben. Wenn ich erkenne,
dass alles eins ist mit dem Schöpfer. Und ich nutze diese Kraft, die mir innewohnt, mit Bestimmung. Als meine Bestimmung. Als die göttlich-männliche Kraft. Lasse ich alle Angst vor meiner eigenen Kraft los. Ich ehre meine Kraft. Ich ehre meine Energie in Vereinigung mit dem Göttlichen. Als das Göttlich-Männliche erkenne ich, weiß ich, um die Essenz Liebe zu sein. Ich weiß, Liebe braucht keine Abwehr. Liebe braucht keinen Schutz. Als das Göttlich-Männliche erkenne ich, dass Dunkelheit nicht existiert. Ich erkenne und durchschaue die Illusion des Verstandes und des Egos. Der Kreis öffnet sich und die Spürende atmet. Sie sagt: Alles ist gut, es ist vollbracht. Lasse wirken und teile. Die göttlich-männliche Kraft wird vordringen in dein Herz. Und dein Herz wird alle, die dich umgeben, erinnern. Erlaube es. Atme. Langsam in dein Bewusstsein, in deinen Körper. Atme tief ein und wieder aus und erlaube, dass diese Aktivierung nachwirkt. Du kannst sie so oft anhören, sprechen, in dir drin leise oder mit lauter Stimme, bis alle göttlich-männlichen Anteile deiner Selbst aktiviert und erwacht sind. Ich danke dir für dein Sein. Aho.